Pünktlich um 12 Uhr ist Trixi bereit für ihren ersten Kunden. Um die Zeit kommen vor allem Freier, die ihre Mittagspause mit einer Prostituierten verbringen wollen. Fast 60 Frauen, verteilt auf 3 Etagen, können im Pink Palace gleichzeitig arbeiten. Die Konkurrenz ist groß und jede Prostituierte auf Kundschaft angewiesen. Daher gibt es klare Regeln. Ich darf einen Mann nicht ansprechen, bevor er nicht an den anderen Frauen vorbeigegangen ist. Ich darf ihn nicht anlächeln, ich darf ihn nicht winken oder ansprechen oder so. Das heißt, ich muss halt hier warten. Und wenn der Mann wirklich Interesse hat, kommt er auch den Gang durch. Und dann habe ich die Möglichkeit, halt einfach durch Reden zu überzeugen. Die meisten Huren auf der Reeperbahn halten sich an dieses ungeschriebene Gesetz. Sie wissen, dass sie sich sonst Ärger mit den Kolleginnen einhandeln. Angenommen, ich spreche einen Mann an, vor einer anderen Frau, der kommt bei mir mit rein und ich verdiene mit dem Geld. Dann kann die Frau sagen, er wäre auch bei ihr mit reingekommen. Aber dadurch, dass ich ihn angesprochen habe, hat sie Geld verloren. Das gibt natürlich böses Blut unter den Mädels dann. Prostituierte. Ein Job, der viele Schattenseiten hat. Einige Huren kommen aus schwierigen Verhältnissen, haben in ihrer Vergangenheit Gewalt und soziale Ausgrenzung erlebt. Für diese Frauen hat Prostitution auch mit Macht zu tun. Also das Männerbild verändert sich natürlich, wie schnell man sie beeinflussen kann. Man hat in dem Moment wirklich so alles in der Hand, wenn man seinen Job gut macht. Wir werden überall manipuliert in der Werbung oder sonstiges. Und nichts anderes mache ich ja hier auch. Ich verkaufe mich ja als Mensch.17 Uhr. Eine Straße weiter, mitten auf der Reeperbahn. Im Laufhaus Pink Palace lädt Manager Thorsten Trixi und weitere Prostituierte zum Grillen ein. Essen? Langsam, 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 ja. Er muss erst mal den Grill anmachen, ja. Nackensteak. Der 47-Jährige führt das Laufhaus seit 3,5 Jahren. Er hat vorher verschiedene Gastrobetriebe geleitet und weiß, wenn sich alle wohlfühlen, läuft der Laden umso besser. Wir probieren das Haus so zu führen, so zu halten, dass wirklich so diese lockere Atmosphäre auch entsteht. Man sieht ja, die Frauen halten sich eine Gurke wohin. Ich finde es immer schön, wenn die Mädels Spaß an der Arbeit haben. Vanessa, Bambi und Trixi arbeiten regelmäßig im Pink Palace. Auch die 40-jährige Simone ist gekommen. Sie war lange Zeit Prostituierte auf der Reeperbahn und betreibt inzwischen ihr eigenes Bordell in einem Hamburger Vorort. Ja. Essen. Passt das hier? Ja, was? Tun Sie das Grünfutter, ne? Ja, ich nehme das hier. Das ist unecht. Heiß, heiß, heiß. So. Teller wie Steak. Schöne Würstchen, Nackensteak. Oh, lecker. Gibt's keinen Bauch? Nee, warte, ich könnte ein bisschen Bauch von mir. Okay. Danke, da habe ich genug. Weil du deinen Bauch. Ich hab schon Angst gehabt. Ich hab schon Angst gehabt, ihr fragt mich nie. Deswegen läuft das Wasser im Mund zusammen. Welches möchtest du denn? Ein kleines. Ach komm. Kleine Größe. Dankeschön. Wenigstens eine Frau, die sich um meine Wohl kümmert. Na, genau. Ja. Mach dir Gedanken, warum? Dankeschön. Warum die anderen nicht? Danke, danke. Der Job als Prostituierte hinterlässt im Privatleben oft Spuren. Viele Huren sind Single. Dabei träumen auch sie manchmal von einer ganz normalen Partnerschaft. Ich bin eigentlich totaler Beziehungsmensch. Ich hatte 2 Beziehungen. Ich würde liebend gerne wieder eine Beziehung haben. Klar, es ist dann aber auch so die Sache, ob das jetzt der Mann dann will, ob der klarkommt oder ob er nur seinen Schnapper haben will und dann zu Hause sitzt, oh ja, meine Frau geht arbeiten. Das gibt's halt auch sehr oft. Beziehung schon, heiraten würde ich auch gerne noch. Kinder wollte ich noch nie, möchte ich auch jetzt noch nicht. Also das ist nicht das, aber schon heiraten würde ich schon ganz gerne noch. Auch wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin. Nee, ist nichts für mich. Gerade so durch diesen Beruf sieht man einfach Männer, wie soll ich sie respektieren, wenn ich weiß, was sie im Bett wollen teilweise. Nee, ich mag mein freies Leben, meine Freiheit so entscheiden können selber. Es gibt ja auch Männer, die dir Freiheit lassen, genauso wie die Männer vielleicht ihre Freiheit lassen. Ja, aber dann ist es wieder so, ganz ehrlich, da bin ich privat jemand, da brauche ich einen Mann. Wenn ich einen Mann habe, der muss mir auch Paroli bieten können. Wenn ich da jetzt einen habe, der zu Hause ist, quasi nur um eine Beziehung zu haben, der aber trotzdem zu einem Ja und Amen sagt,
Ich würde ihn so lange provozieren, bis er sich von alleine verpisst, glaube ich. Nee, ganz ehrlich. Also wenn, dann muss ich wirklich einen Mann schon mal auf den Tisch hauen und sagen, hör mal, bis hier und nicht weiter. Beruflich haben Trixie, Bambi und Vanessa täglich Sex mit mehreren Männern. Trotzdem haben sie privat die gleichen Sehnsüchte wie viele andere Frauen auch. Privat ist anders. Privat ist ganz anders. Das ist, man freut sich darauf. Also ich auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, dann sozusagen nach Hause zu kommen und dann zu wissen, sich noch mal dran zu erinnern, was Sex ist. Ja. Ja, ist so. Es ist so. Ja, man macht privat andere Sachen. Ja. Als hast du das Gefühl ist dabei auch. Ja. Du bist wirklich mit Herz und Seele dabei. Ja. Hier machst du es einfach nur so. So schaltet man ab. Genau, hier schaltet du ab. Hier ist im Endeffekt wirklich dein Job, ne? Es ist und das war's dann. Genau. Und am Ende des Tages gehst du nach Hause, hast deinen Freund nach Hause. Ja. Oder wie ein Koch auf der Arbeit einfach sein Programm da macht, Menükarte rauf und runter. Zu Hause kocht er was ganz anderes. Genau. Hausmannskost. Hure ist kein Job, den die Frauen bis ins Rentenalter machen wollen. Mit Mitte 30 hören die meisten auf. Dann, wenn die Schattenseiten der Arbeit im Milieu immer spürbarer werden. So war es auch bei Simone. Der Lebenswandel ist einfach anders. Man lebt von heute auf morgen, man verdient viel Geld, man gibt das Geld auch gerne wieder aus. Für mich war es einfach so an der Zeit, zu sagen, so jetzt ist Schluss. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich einen eigenen Club auf sozusagen oder übernehme einen eigenen Club. Also mein Leben lang werde ich garantiert nicht Prosti bleiben. So je nachdem, nach Lust und Laune. Nur jetzt kann ich es momentan noch gar nicht sagen, dass ich aufhöre. Na, Wenn du mal einen Job suchen solltest. Dann weiß ich, wo ich mich melde. Stell dich gerne ein. Also generell im Rotlicht werde ich immer bleiben. So, wenn ich tot bin, dann halt nicht mehr. Ne? Das ist so die Deadline. Es ist wirklich so. Ich sehe das ja auch an mir. Ich werde jetzt 41. Ne? Und ich bin ja mal 18. Lebensjahr habe ich mit dem Milieu zu tun. Und ich glaube, man kommt auch nicht mehr so. Man kann sich nicht mehr anpassen. Man möchte mit den normalen, in Anführungsstrichen, nicht mehr wirklich was zu tun haben. Es ist einfach so. Weil es so eine eigene, ist eine eigene Welt. Einfach. Das ist so. Also man möchte da, also ich möchte nicht mehr tauschen. Ich glaube, es fällt vielen schwer, das so nachzuvollziehen, warum man das gerne macht oder so. Ich muss nicht morgens um 8 scheiß gelaunt im Büro antanzen. Das ist auch schwer, sich unterzuordnen, ne? Wieder. Ja, weil hier hat man selber die Kontrolle halt einfach immer. Nach 2 Stunden machen sich Bambi, Vanessa und Trixie wieder an die Arbeit. We're from a different